Muss ich auch noch meine eigenen Hunde wieder an ihren Platz zurückstellen. Naja. Falls er jemals kommen sollte. Ah, mir ist egal, ich guck weiter zu. Wir sind keine Hühner mehr. Keine Hunde. Hier sind ein paar Schafe. Du hast Spaß auf dem Leuchtturm. Bisher ist ja eher ein Prosper den Leuchtturm. Prosper den Leuchtturm. Leuchtturm. Er ist nur noch nicht fertig. Er ist eine deutsche Baustelle. Prosper den Leuchtturm? Nein, ich hüpfe nur auf dem Fundament. Mhm. Es ist keiner Bots den Leuchtturm. Ein Fundament, welches sich aus Holz befindet. Ein Fundament, das aus Holz besteht. Ich glaube nicht, dass das den Bauvorschriften entspricht. Ist ja auch kein Fundament, das ist nur die Abgrenzung, damit ich weiß, wie groß ich bauen kann. Aha. Da muss ich doch nochmal kurz die Bauvorschriften. Das klingt, als könnte es ein Lied werden. Aha. Bauen schon anfangen hier. Du liebst mich nicht, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Aha. Okay. Da. So, ich hab genug gebaut, jetzt ist Zeit für Feierabend. Aha. Kennt man doch. Faszinierend. Das ich habe kurz eine Laptop-Tasche gekauft. Gott, was ein Bullshit. Hab das Ding angefangen zu benutzen und dann fing das plötzlich nach einiger Zeit an, so richtig bestialisch nach Chemie zu stinken. Ah, ja. Wieso denn das? Billiges China-Schrott. Billiges Material. Yo. Jetzt riecht mein Laptop immer noch nach dem Kack. Wie Alexi Bexi sagen würde, China-Schrott. Warum fängt das an zu stinken? Das ist doch... Das Ding war im Endeffekt versiegelt. Verpackt. Dadurch hat es keinen Kontakt mit Sauerstoff gehabt. Aha. Vermute ich jedenfalls mal, dass... Kannst du es nicht zurückschicken oder so? Hab ich. Immerhin etwas, wofür Amazon richtig gut ist. Muss das Ding ja nicht mal mehr verpacken. Kannst du einfach so zurückschicken? Ich fahr damit zum UPS-Laden, zeig dir einen Barcode und die nehmen mir das Ding ab, verpacken es selbst und schicken es zurück. Ah. Das nenne ich mal Service. Würde ich auch Service nennen, gerade so. Ich bestelle nicht bei Amazon. Keine Ahnung. Ich bestelle bei Amazon, wenn es schnell gehen soll. Ich bestelle generell einfach bei Amazon. Ich will die Firma nicht unterstützen. Weiß, sollte man nicht, aber... Das Drecksding. Es sind nun mal die mir am schnellsten Elektronikteile und Ersatzkram zur Verfügung stellen können. Sprich, dafür benutze ich sie auch. Wenn ich Zeit habe, dann habe ich auch kein Problem, Teile direkt in China zu bestellen.
Auch nicht unbedingt das, was man unbedingt unterstützen sollte, aber egal. Was denn, China? Ja. Nee, das habe ich jetzt... Ja gut, ich brauche dazu nichts sagen, ich bestelle mir viel aus China. Ja gut, ein Großteil meiner Elektroniksammlung besteht aus chinesischen Teilen. Ja. Hm. Was wäre denn das... Was wäre denn die Technik, wenn sie nicht von kleinen chinesischen Kindern zusammengeklöppelt von wäre? Von Kindern für Kinder. Ja. Und auch für Kindsgebliebene. Wie deiner einer. Ja. Ja gut, was bestelle ich großartig in China? Haufen Feinelektronik und Mikrocontroller. Tja. Dinge, bei denen halt eine einzelne Maschine in der Stunde mehrere tausend einfach ausspuckt und dann kann der Scheiß schon weiter verschickt werden. Aha. Advent, Advent, der Mordi brennt. Schon wieder. Immer noch. Das Brennen seiner Leber. Brauch gleich neues Holz. Ich hab meinen Hund zurückgebracht. Jetzt warte ich weiter auf Stein. Fuck. Ich finde Stein irgendwie so einen langweiligen Block. Ja, man braucht es halt ziemlich oft. Ich meine den normalen Stein. Bruchstein persönlich finde ich eigentlich optisch hübscher. Ja, man braucht den Stein, den normalen Stein halt auch ziemlich oft. Ja. Ich baue so gut wie nie mit normalem Stein. Zum Beispiel um eine Mauer oder eine Küche zu bauen. Ja, da benutze ich Bruchstein. Ich würde auch niemals normalen Stein benutzen, wenn ich die ganze Mauer, wo ich den Leuchtturm mit verbinden soll, aus Stein bestehen würde. Hm. Zwei Commands und die Mauer ist aus Bruchstein. Nein, bitte nicht. Das würde sehr viel Kohle als verschwendet. Ach, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Das wäre eine große Verschwendung. Ja, es wäre eine große Verschwendung gewesen. Ja gut, auf die Kohle kommt es nicht an. Wir produzieren Brennstoff, ohne dass wir das da... Ja, aber das wäre auch Verschwendung von meiner Lebenszeit. Dann hätte ich das Ganze, nicht den Scheiß nicht machen müssen. Oh, wer brummelt mich an? Na, Kiba. Und was für ein Kino? Ah, nee, nur jemand, den ich auf einem Dating-Netzwerk kennengelernt habe. Lernst du doch ein Dating-Netzwerk kennen? Ich find's immer noch faszinierend, dass das einzige Dating-Netzwerk ohne Werbung, auf dem ich jemals aktiv war, ist das von den Furries. Ach nee, bitte kein Furry. Tinder hat Werbung, Lovoo hat Werbung, Growler hat Werbung. Und alle bitte wollen dich in ihr Premium-Programm reindrücken. Kein Furry-Dating, bitte. Paula? Nee, Paula hat keinerlei Werbung. Furry-Dating, oh nein. Oder, und auch kein Premium-Programm. Du hast nicht mal eine Option, irgendwas zu zahlen auf diese App. Sex mit Furries geht mir zu weit. Nichts für ungut. Du musst ja auch keinen Sex mit mir haben, keine Sorge. Ist dann schon irgendwie, finde ich irgendwie, das ist ein bisschen an der Grenze zu viel. Das ist irgendwie ein bisschen. Das sind einfach nur Menschen. Ja, aber in Kostüm. Nee. Vielleicht gerade so 10% der Furry-Community haben einen Fursuit.
Und von denen vielleicht wieder 10% sind für erotische Dinge geeignet. Wenn überhaupt. Ich glaube, es sind nur 5. Falls überhaupt. Mursuits sind jetzt nicht so verbreitet. Themenwechsel. Du hast mit dem Thema angefangen. Eben. Nee, eher. Du hast dieses Thema. Du hast es direkt in die Erotikschiene gezogen. Ich nicht. Das Datingportal für Furries gesagt. Ja und? Er hatte gleich unsaubere Gedanken. Mensch, Mensch. Beim Kirchenbau. Kein wirklich, kein sehr christlicher. Ja, ist doch klar. Keine sehr christlichen Gedanken hier, Mensch, Mensch. Sehr katholische Gedanken. Nun. Ja gut, das sag ich. Das wäre es nur, wenn die minderjährig sind. Ich bin vor drei Wochen ja endgültig aus der Kirche ausgetreten. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich noch nicht gemacht. Das spart mir 41 Euro im Monat. Ja. Like, holy fuck, mir war gar nicht bewusst, wie viel Geld diese scheiß Kirchensteuer frisst. Wie viel Prozent sind denn das? 9% von der Lohnsteuer bei mir. 9%! 8 oder 9%? Ja, in Bayern. In Bayern wahrscheinlich noch Bayern mehr. Bayern ist es 9. In Bayern ist es 90. Bayern arbeitest du schon direkt nur für die Kirche. In Bayern ist es. Die Kirche. Kirchensteuer nach Bundesland. Ja, guck mal, wie viel das in Bayern ist. In Bayern bestimmt mehr. Bla bla. Kirchensteuerpflicht. Kirchensteuersatz. Okay, nun. Was? Was? Bayern hat weniger als alle anderen. Was? Glaube ich ja kaum. Baden-Württemberg und Bayern haben 8% und alle anderen haben 9%. Aber in Bayern ist auch wahnsinnig schwierig, aus der Kirche auszutreten. Schreibst einen Brief, keinen Bock mehr auf euch. Das wird, glaube ich, teuer. Du musst in jedem Bundesland zum Ja, aber es ist halt unterschiedlich. Du musst nicht zur Kirche. Ist aber unterschiedlich. In manchen Bundesländern wirst du mit Kusshand begrüßt, kriegst du es umsonst, und in anderen Ländern. In Bayern kostet es dann gut. In Bayern wirst du von allen Rentnern verprügelt, wenn du aus der Kirche austrittst. In Bayern wird es auch eine Arschteil. Kirchenaustritt in Bayern. Der Austritt muss persönlich beim Standesamt des Wohnortes oder bei einem Notar erklärt werden. Sie benötigen dazu einen gültigen Personalausweis oder einen Reisepass mit letzter Meldebescheinigung. Verheiratete oder Geschiedene müssen zusätzlich das Familienbuch mitbringen. Die Gebühr beträgt 35 Euro. Ja gut, das ist Standard. So viel habe ich auch hier in Hessen bezahlt. Und wie viel kostet es in Sachsen? Kirchenaustritt... Warte, wenn ich schon auf der Webseite bin. Bundesländer. Das ist gute Leipzig. Sachsen. Der Austritt aus der Kirche muss persönlich beim Standesamt des Wohnortes oder beim Notar erklärt werden. Gültiger Personalausweis, blablabla, bloß da sind es nur 30 Euro. Ah, sehr schön. Doch günstiger. Günstiger. Man muss persönlich hin, deswegen ist bei mir noch nicht passiert. Ah, das ist halt auf dem Amt, aber was will man machen? Deswegen ist es bei mir noch nicht passiert. Aber gut, bei mir ist es nicht das Standesamt, sondern die Stadt- und Gemeindeverwaltung. Hier in Hessen. Ah, gefallen? Sprich, ich bin aus der Kirche ausgetreten, während ich noch schnell mein Auto umgemeldet habe. So muss das. Multitasking. Nice. Ja. Einfach so nebenbei. So nebenbei mal eben. Ich muss mal kurz mein Auto ummelden. Oh, ich steh auch gleich noch. Mein ernsthaft, so alles wirklich am Telefon. Ich habe den Termin vereinbart. Ich müsste noch mein Auto ummelden. Ach, und wenn wir schon dabei sind, Kirchenaustritt würde ich gleich auch noch mitmachen. Ah ja, geht in Ordnung. Also ich habe es auch deswegen noch nicht gemacht, weil meine Mutter auch ein bisschen was dagegen hat und meine Oma würde einen Herzinfarkt kriegen. Also ich bin halt an einem einfach, Punkt, wo es mir scheißegal mir, ist, ob meine Oma einen Herzinfarkt bekommt. Wird bei mir, ja. Das ist eine Frage der Zeit. Ich mach's nur, weil ich zu faul bin. Ich glaub, so wie alle. Im Laufe der nächsten 1 bis 2 Gespräche mit meinen Großeltern väterlicherseits wird's mir sowieso irgendwann einfach rausrutschen, nur weil ich's ihnen an den Kopf schmeißen will.
Es ist. Ich verstehe mich mit meinen Großeltern väterlicherseits überhaupt nicht. Sind unfassbar anstrengende Menschen. Das stimmt mir mein Vater auch zu. Ich hab mit ihm auch offiziell vereinbart, falls mein Vater jemals so wird wie sein Vater, dann kriegt er von mir eine geklatscht. Und mein Vater hat zugestimmt. Wie ist, falls welcher, wer von was? Falls mein Vater wird wie ein anderer Vater. Falls mein Vater jemals so wird wie mein Opa, dann kriegt mein Vater von mir so richtig eine gepfeffert. Und mein Vater stimmt dieser Sache zu. Ich frage es, ob er das später auch noch wird. Tja, da hat er Pech. Dieses Versprechen werde ich einhalten, falls er jemals so ein Dickkopf wird, den Argumente komplett egal sind. Dann hat das verdient. Tja. Und kabuff. Er macht Profs Maschine wieder. Kabuff. Oh, jedes Mal, wenn der Scheiß halt nach ein bisschen wieder weiter wächst. Wie viel ist denn aktuell drin im System? Nicht mehr so viel, aber ich halte ihn jetzt trotzdem mal an. Achso, müssen wir mal eine Schleifmaschine hier hochnehmen. Ich habe gleich die Hälfte der Küche fertig. Ich habe fast die erste Etage vom Turm fertig. Ich weiß nicht, wie schmal das wird, aber... Ich weiß nicht, wie hoch das wird. Ja. Ich befürchte auch. Andererseits habe ich Gott sei Dank ein Referenzbild. Ah, Hühner. Ich brauche Treppen. Ich hol die Arme. Und Holz brauche ich. Die arme Brust. Ja, die Brust mit Armen halt, ne? Manchmal bei der deutschen Sprache denkt man sich auch, was die Leute sich damals gedacht haben. Armbrust ist aber auch wirklich so ein Begriff, da hat jemand keine Lust gehabt beim Benennen. Ja. Also, wie sieht das aus? Wie nennen wir diese Waffe? Ja, ich halte sie mit dem Arm und drück sie an die Brust. Armbrust. Sicher? Wow, geiler Name, 100%! Sicher? Ich dachte die ganze Zeit, dass wäre so, weil es aussieht wie eine Brust mit zwei Armen. Hä? Gucken wir nach. Irgendwie nicht. Brust Namensherkunft. Plot Twist, das kommt wahrscheinlich aus dem Russischen, wie immer. Irgendwas. Aber irgendwann, auch mit den Namen, das ist irgendwann hatten die keinen Bock mehr und haben einfach das einfach gesagt, haben einfach zig hinten dran genannt, also eine Zeug hinten dran gehängt. Spielzeug. Spielzeug, Flugzeug. Also, oh nee, der Scheiß geht auf eine komplett falsche Übersetzung zurück. Aha. Erklär mal. Das Wort Armbrust geht auf das lateinische Arkubalista zurück. Aha. Im französischen Arbalete. Im 17. Jahrhundert war noch das Wort Ballesta verbreitet. Bei der Eindeutschung wurden die Wörter Arm Sinn. Und Berost, Ausrüstung bzw. Bewaffnung kombiniert, woraus sich durch Verschleifung Armbrust entwickelte, sodass eine typische Volksetymologie entstehen konnte, durch Herleitung von dem Körperteil Brust. Das ist bei vielen Wörtern im Deutschen so, dass die verschliffen, verschleifen, verschleifen. Die Deutschen können einfach nicht richtig reden. Ja. Ja, google mal nach dem hier, woher der Namensbegriff Magnet kommt. Kreuzbogen ist aber auch ein schöner Begriff dafür. Kannst ja mal nachgoogeln, woher der Begriff Magnet kommt. Ja, was dann halt, ne? Das ist auch interessant. Oh. Wie der sich entwickelt hat, der Name. Google das mal. Ich hab hier gerade sehr beschwingte Musik. Yeah. Ich hab gerade gar keine Musik. Yeah. Es ist halt genau diese Musik. La, 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 la. Wo ist das Huhn? La, la, la. Da ist das Huhn. Ja. Also ich meine gehört zu haben mal, dass der Begriff Magnet davon kam, dass jemand, dass der dir dem Begriff einen Namen geben sollte, einfach gesagt hat Magnet. Also ich will es einfach nicht. Ich will dem. Das klingt schon wieder so falsch.
Das klingt nach absoluter. Ja, google es mal. Spontangeschichte. Und du hast mal gehört, dass das einfach, dass der keine Bock drauf hat. Ja, wie etwas, was tatsächlich passiert sein könnte. Der sollte dem Namen geben, aber der Erfinder sollte dem Ding einen Namen geben und hat gesagt: Nee, ich will das nicht, ich mag nicht. Dann haben die Leute gesagt: Okay, ja, mag nicht. Nach Lucrez hat der Stein seinen Namen nach der thessalischen Landschaft Magnesia bekommen. Okay. Wo ihn die Griechen zuerst gefunden haben sollen. Macht Sinn. Nach ich finde meine Version besser. Er hat einen namens Magnes entdeckt, als auf dem Ida bei Troja mit den eisernen Nägeln seiner Schuhsohlen und mit der eisernen Spitze seines Hirtenstabs daran hängen blieb. Ich finde meine Version besser. Die hätte halt nur Sinn gemacht, wenn es eine deutsche Erfindung gewesen wäre. Was es so oder so nicht ist. Magneten gibt es etwas älter. Sind schon etwas ja. länger da. Nee. Die gibt es auch erst seit ein paar Jahren oder so. Stimmt, war das nicht auch eine Erfindung von Tesla? Ach, Mann, ey. Ah, je mehr Grand Tour ich gucke, desto besser finde ich's. Fuck. Hatte da nie Interesse dran. Ja, mich interessieren die Autos auch nicht so wirklich, aber diese drei Vollidioten, die einfach nur die ganze Zeit Scheiße bauen, finde ich einfach nur witzig. Richard Hammond hat in dieser Staffel schon zwei Superautos zerstört. Eins davon ein Konzeptwagen. Warum lassen die ihn überhaupt da ran? Ich weiß es nicht, aber er hat den Rimac Concept One quer durch die Alpen geschossen und sich dabei selbst auch noch ein Bein gebrochen. Und der Rimac ist komplett ausgebrannt. Beeindruckend. Mir geht das Holz gleich alle. Und was für eine Karre war das genau? Hat noch jemand von euch Schwarzeichenholz? Nein. Ich muss noch drei Samen mitgenommen. Doch, ich habe Setzlinge. Drei Setzlinge habe ich. Dann pflanz. Du brauchst vier. Dann geh mal Schwarzeichen farmen. Kann ich die nicht einzeln? Nein, du brauchst vier, damit dein Baum wächst. Na toll. Profis aufkam. Alles gut? Ich will bloß gerade rausfinden, was genau dieses Auto war. Rimac Concept One. So ein schönes Auto. Ich gebe ja sonst nicht viel auf Autos, aber die Karre ist schon geil. 1241 PS auf vier Motoren. Und jeder Schrott gefahren. Ja. Bei einem Hillclimb-Rennen hat er das Ding nach dem Ziel hat er die Kontrolle über den Wagen bekommen und hat sich den Berg komplett runtergeschmissen mit dem Ding. Ja, schön. Das Ding ist komplett ausgebrannt und er hat sich im Endeffekt ein paar Schürfwunden und einen Beinbruch zugezogen. Ah ja, und das die zweite Superkarre, die er zerstört hat, war, dass er aus Versehen das Ding mit Wasser betankt hat. Wie hat er das geschafft? Wie das geht das? Das war halt kennst ja diese klassischen Benzinkanister. Und ja. Das Ding war dummerweise mit Wasser gefüllt. Er dachte so, ich will jetzt nicht extra noch zur Tankstelle mit der Karre. Und dann hat er das Ding da gesehen und hat das damit aufgefüllt, ohne nachzugucken. Na toll. Er hat es abrupt bemerkt, als der Wagen doch sehr schnell wieder ausging. Na, den konnte man bestimmt doch retten, oder? Ja, der ließ sich noch retten im Gegensatz zum Rimac. Gut.
Das wird bestimmt teuer für den, wenn er sowas schrottet. Der kann sich das leisten. Locker. Die Karren leisten sich nicht eigentlich aus. Ja, trotzdem. Was und der Remap ist ein Rollstuhlwagen. Der ist nicht in der festen Herstellung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Trotzdem dreht er eine Folge mehr, hat er halt wieder drin. Ich glaube, du zahlst 1 Million für die Karre, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. So, ich muss neues Eichenholz, neues Holz, Schwarzeichenholz holen. Dreht er eine Folge, hat das wieder drin. Wir werden scheiß aber gut gefahren. Aber jedenfalls, jetzt ist halt der Arsch der ganzen Folge, der ganzen Staffel, weil sich die ganze Zeit Clarkson und May nur noch über ihn lustig machen, dass er keine Autos fahren kann. Ich meine, verständlich. Zu Weihnachten haben sie ihm einen Wecker geschenkt mit einem auf Dach liegenden Spielzeugauto, das jedes Mal in Flammen aufgeht, wenn der Wecker klingelt. Das ist ein cooles Geschenk. Ja. Es hält bloß nicht so lange. Schade. Das ist ein Plastikauto, was da dauernd in Flammen aufgeht. Tja. In Plastikflammen oder in echt? In echte Flammen. Natürlich. Warum frage ich überhaupt? Das Geschenk von Clarkson natürlich jetzt in echte Flammen. Auf. Das ist auch ein guter, guter Wecker, wenn du halt morgen hast verpennt oder irgendwie riecht's ja verbrannt. Da musst du nicht mal eine Pizza reinbauen in den Wecker, da kannst du einfach direkt den mitverwenden, der für den Feueralarm zuständig ist. Wachst auf, weil dein Bett anfängt zu brennen. Witzig, dieser Sportwagen hat ungefähr dieselbe Reichweite wie meine Karre. Bloß ist er halt sehr, sehr viel schneller. Ja. Naja, 0 auf 100 Stundenkilometer in 2,5 Sekunden. Ja. Und ja, deiner? Tesla hat das mittlerweile geschlagen, aber der Remax sieht besser aus. Und deiner von 0 auf 100 in 12. In 12 Minuten. Sekunden. Meiner ist das dann 12 Trabi. Minuten. Was hast du denn für eine Karre? Das ist dann Trabi. Das ist dann Trabi in 0 auf 100 in 12 Minuten. Alt ist keine Marke. Was ist deine Karre? Ich hab irgendeinen alten Opel. Ich glaube, ein Corsa könnte es sein. Oh jo, wenn's fährt, passt's ja. Ja. Könnt das hinhauen? Ein Trabant früher? Von 0 auf 100 in 12 Minuten? Schafft er das? Falls du 100 kann. Ich glaube nicht, dass die konnten die überhaupt 100 fahren. 0 auf 100, ich weiß es nicht. Ich glaube, die konnten gar nicht 100 fahren. Ich glaube, die waren bei 80 limitiert oder so. Falls überhaupt. Dann sind sie auseinandergefallen. Okay, dann wollen wir nochmal gucken. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, er ist bei 50, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 70, 8, jetzt hat er die 80, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34,5 und 0 auf 100. Von 0 auf 100 in 34 Sekunden. Das ist ein Verkaufsargument. Wie viel PS hatte der? 45. Och, geht noch. Ah! A fucking Trabi. War noch ein richtiges Auto. Gibt's ja immer noch zu kaufen. Ich weiß, leider. Warum auch immer. Ja, als Oldtimer halt. Oh. Manche mögen es halt. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis das ganze Konzept Oldtimer abgeschafft wird. Warum? Umwelt. Wart mal, bis die Grünen kommen. Oh, mal gucken. Sie tun sich ja etwas schwer mit dem Wahlkampf. Ja, ich weiß nicht, ob da was.
mal ernsthaft. Es gibt so viele schöne Punkte, wo man die CDU angreifen könnte. Like, mal ernsthaft, Hunderte. Und womit kommt die Grüne um die Ecke? Ja, guck mal, wir haben Frauen. Das ist das Problem, ist halt, es kommt halt bei der Grünen drauf an, mit wem sie in der Koalition sind. Das ist halt, wenn schwarz-grün ist, dann wird sich exakt nichts verändern. Es wird halt einfach. Die CDU versucht sie ja gerade alle zu bedrängen, sodass sie bloß nicht mit der Linken in eine Koalition gehen. Also wenn wir schwarz-grün kriegen, dann wird die Grüne einfach zum Juniorpartner, wie die SPD und dann. Haben wir nach wie vor GroKo. Wurde nicht sogar gewarnt, dass die Grünen auf keinen Fall mit der SPD koalieren sollten? Also Rot-Rot-Grün fände ich ganz interessant. Auch mit der SPD als Juniorpartner, da hat man immerhin jemanden, der alles abnickt. Das ist doch praktisch. Ja. Also Rot-Rot-Grün finde ich gar nicht uninteressant. Die zwar vielleicht noch ganz leise ein bisschen im Hintergrund rumheulen, aber wenn es dann ans Abstimmen geht, sagen sie nichts mehr. Ei. Ach, was eine Woche. Das war Dienstag, halt auch hart scheiße. Ich sitz da, warte darauf, dass die Spätschicht kommt, mich abzulösen. Und sie kommt nicht. Ich krieg einen Anruf vom Spätschichtler. Ja, sorry, ich kann gerade nicht kommen. Ich muss meine Frau ins Krankenhaus fahren. Ja, toll. Also, das ist nicht möglich. Nicht Unfall, aber dringende Krankenhausbehandlung. Sie war beim Arzt und sie musste dann dringend. Die Ärztin meinte dann halt nur, sie müsste sofort ins Krankenhaus. Ich weiß nicht wegen was, aber es war wohl dringend.